Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Und wir sind hier in Cork mit einer, beziehungsweise die Gegner sind mit einer 7000 Mann starken nationalistischen Armee gestartet, um sich ihr Land zurückzuholen. Das wird ihnen aber nicht gelingen. Wir haben vorsorglich nämlich eine Armee mit unserem König hier hingezogen, in der Hoffnung, dass unser König dabei, ja, ich sag mal möglicherweise, naja, ich erzähl's lieber nicht. Mein König, da ihr Thronfolger zu jung ist, wird der ehemalige Gemahl über Burgund herrschen. Na gut. In Flandern ebenfalls. Gut. Gucken wir mal, dass wir diese Armee mal vernichten, wenn wir dann irgendwann aus der Pause raus sind. So, das sollte tatsächlich auch überhaupt kein Problem sein für uns. Was haben wir denn? 8 und 5. Ja gut, Henry von Lancaster ist jetzt tatsächlich nicht so der Begabteste. Und das war, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Sehr gut. Einheiten haben Verluste erlitten. Ja, aber wir stellen uns wieder dahin. Echt, 2000 Mann haben wir verloren. Okay, das ist ja krass. Das hätte ich nicht gedacht. In King's Country gibt es noch Unruhe. Das werden wir aber mit Sicherheit auch bald ändern. So, was wir hier auf jeden Fall machen sollten, ist die Autonomie senken in Zukunft. Und ich möchte gerne eigentlich auch die Kultur ändern. Wir können ja die irische Kultur auch hinzufügen. Jetzt müsste ich mal gucken, wo das war. Entschuldigt bitte. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Oh Gott. Also wir können die irische Kultur hinzufügen. Na klar, unter Regierung. Entschuldigt. So, also wir könnten sie hinzufügen. Muss mindestens 20 Entwicklungen haben, aber ich weiß nicht. Also, wir haben ja schon drei Kulturen, die wir hier unser eigen nennen. Und ich würde ungern eine vierte haben. Die Iren sind ja so und so auch historisch dann irgendwann ausgetreten. Also deswegen würde es passen, wenn wir das hier nicht machen, sondern eher irgendwann die Schottische nehmen, sodass wir die Schottische hinzufügen und die Schotten damit vielleicht ein bisschen glücklicher machen. Das wäre dann so die Richtung, die ich gerne anstreben würde. Aber ansonsten sollte das eigentlich passen. So, wann sind wir jetzt eigentlich so weit? Minus 2,8 machen wir noch. Da müssen wir mal gucken, dass wir dort vielleicht noch mal ein bisschen höher kommen. Während ihrer Kindheit und Jugend in Kastilien erfreute sich Maria daran, über die Welt zu lernen. Sie stellte immer Fragen und dachte oft nach, wie man dem Volk das Leben erleichtert oder wie man eine bestimmte Aufgabe effektiver angehen könnte. Besser noch, wie man jemanden davon überzeugen konnte, dass die eigene Weise, eine Aufgabe zu organisieren, die richtige war. Glücklicherweise hat Maria nach ihrem Umzug an den königlichen Hof von England ihre Träume, Menschen zu befehligen, nicht aufgegeben. Wenn überhaupt, dann hat sie jede Menge Übung bekommen. Im Zuge unserer jüngsten Verhandlungen mit ausländischen Diplomaten haben ihre Ideen einige sehr positive Reaktionen. Oh, wir bekommen 50 diplomatische Macht. Das ist gut. Davon haben wir momentan ja nur wahrlich zu wenig. Okay, 5 Vertrauen, sehr gut. Fortschritt bis zum nächsten Aufstand. Ja, das sind die hier oben, ne? Das sind die hier, aber das sollte kein Problem sein. Wir haben unsere Armee da stehen. Das sollte relativ fix abgearbeitet sein. Also von da aus kein Thema. So, was wir jetzt machen können, wäre tatsächlich, bevor wir überhaupt kein Geld mehr haben, weiter in unsere Flotte zu investieren. Da können wir mal 2 weitere Schiffe hinsetzen. Und dann tatsächlich, das mit der Armee, das würde ich jetzt nicht verringern, denn da kommen ja nochmal, da kommt ja eigentlich nochmal wer. Ein Embargo. Okay, Burgund und Frankreich kabbeln sich da immer noch. Auch kein Problem. Haben die da gerade eine Dreierarmee gehabt? Mit wem sind die denn jetzt schon wieder im Krieg? Mit der Provence und Lothringen? Oha. Das sollte also, das wird mit Sicherheit ein Problem. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ein bisschen weiter investieren. Dann sind wir jetzt bei 17% und die Chance für den Kirchenstaat sinkt. Sehr gut. Annexion. Schottland annektiert die Inseln. Na, das ist doch gut für uns. Dann können wir den ganzen Kram hier demnächst als eins erobern. Das Problem ist, ich habe es mir nochmal angeguckt,
Schottland ist momentan in einer Allianz mit Frankreich. Gut, wir hätten hier eine ganze Menge Verbündete, die mit zukommen würden. Portugal, Österreich, Leinster. Kastilien ist momentan noch nicht dabei. Kämpft gerade in einem anderen Krieg, sonst wären sie grundsätzlich dabei. Aber das bedeutet vor allen Dingen, dass wir hier unten eine starke Armee brauchen. Denn ich meine, die Franzosen sind auch ziemlich stark. Jetzt ist halt die Frage, wie stark die hier sind. Schottland mit 5000 Mann ist jetzt nicht so berauschend. Das heißt, da würde diese Armee hier ausreichen. Und die große Armee müssen wir dann definitiv hier runterziehen. Deswegen würde ich tatsächlich als erstes gucken, dass wir uns die hier holen, also diese Provinz hier, Ulster, mit den Iren, um dann hier quasi von der Seite reinzukommen und dann direkt auf ihre Hauptstadt zuzustürmen. Das muss man dann mal sehen, aber auf jeden Fall brauchen wir die Armee dann hier unten in Frankreich, damit wir dann dort auch weiterkommen. Widerstreitende Fraktionen im Militär befürworten verschiedene Taktiken. Wir müssen eine davon unterstützen, um das Gezänk zu beenden. Die Force sind unsere Stärke oder wir müssen angreifen. Ich würde sagen, in Anbetracht der Situation, was wir vorhaben, ich möchte ja gerne eine Personalunion mit Schottland bilden, sodass die Insel sicher ist, würde ich tatsächlich das nehmen. Wir müssen immer sicher angreifen. Ich denke, das ist für den Moment das Beste. So, wie viel kostet denn der nächste Einfluss? 20, okay. Wir müssten auf jeden Fall auch etwas aufbauen, das hatten wir ja gesagt. Okay, das ist das Embargo. Ein Rebellenaufstand. Wieder. Orphalistische Nationalisten. Ja, das ist kein Problem. Die kommen hier in King's Country raus und dann hat sich das Thema hier mit der Unruhe auch endlich ein für alle Mal erledigt. Provinz zurückgehen, machen wir auf keinen Fall. Orléans bekommt einen Kardinal. Sehr schön. Jetzt wollte ich übrigens auch mal gucken im... Och nein. Okay, da müssen wir... So viel zu dem Thema. Das Land Kastilien, unser treuer Verbündeter, fordert unsere Unterstützung im Krieg gegen die kastilische Eroberung von Maria. Oder Maria. Gegen Granada, Marokko. Okay. Das ist ja relativ weit weg. Wir würden uns ihnen als gewöhnlicher Verbündeter anschließen. Die Übernahme durch den Feind wäre doppelt so teuer. Das Problem ist, wenn wir das ablehnen, dann verlieren wir ihn wahrscheinlich als Verbündete gegen Frankreich. Also können wir das nicht ablehnen. Die sind ja auch, ich meine, die sind ja auch hier unten, ne? Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Was wir ja so und so irgendwann machen müssen, das kommt ja später. Das wäre so und so eine gute Möglichkeit. Frankreich oder Spanien erobert ja irgendwann den Teil und dann kommt es ja irgendwann zum Krieg gegen Spanien, sodass wir dann auf jeden Fall Gibraltar erobern. Das müssen wir natürlich auch machen. Das wäre also gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur 10 Transportschiffe. Hier kleine, zwei große. Wir haben relativ viele Schiffe schon. Ja, wir machen das. Wir machen das, bleiben aber trotzdem noch einmal hier drin. Wir können vor 54 keine Debatte ändern. Okay, dann sollten wir tatsächlich überlegen, ob wir das hier ändern. Wir müssen mal gucken, was wir dann haben. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall... zu der Royal Navy. Die hat nur 18 Schiffe. Das White Squadron. Da werden wir nochmal zwei große Schiffe oder nur eins hinzufügen. Und unsere Armee. Die brauchen wir auch noch. Die sind aber auch nur bei minus 53. Ich denke, gerade wenn die hier fertig sind, wird sich unser Handel noch ein bisschen erhöhen. Was wir noch machen könnten natürlich, wäre in London monatliche Steuereinnahmen plus 1. Zack, dann können wir in London nochmal ein bisschen fördern. Wer hat noch eine hohe Entwicklung? Monatliche Steuereinnahmen plus 1. Ich denke hier das Umland von London, Oxford, könnte man nochmal machen. Das ist mir dann doch noch zu wenig. Sussex. Die sind alle nicht so wirklich gut, ne? Dann fördern wir da noch einmal.
Wir könnten auch da nochmal, dann hätten wir noch ein bisschen mehr Handelswert im Buch. Das machen wir in London auch nochmal. Und dort auch. Okay, das sollte hoffentlich ein bisschen was bringen, ein bisschen Steuereinnahmen und den Handelswert erhöhen, dass wir ein bisschen mehr Geld abzweigen. So, was haben wir? Unruhe ist klar, die diplomatische Beziehung wird sich irgendwann auflösen. Landwirtschaftliche Revolution. Wir sind übrigens jetzt plus 0,1 im Plus. Ja, sehr gut, das ist schön. Und wir konnten unsere landwirtschaftliche Produktion in Sussex durch die Einführung neuer Techniken für Plantagen, Bewässerung und Landorganisation verbessern und somit unserem Land mehr Steuereinnahmen bescheren. Jawohl. Produktion in Sussex, Steuern. In die Minuten und raus bist du. Ich kann mich nicht entscheiden, deswegen lassen wir den Würfel entscheiden. Es ist eine 2 und damit wird es die Steuererhöhung. Zack. Okay, jetzt müssen wir erstmal Rivale verkündigt von Schottland für Dänemark. Okay, das soll uns recht sein. Die Dänen. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, wir müssen jetzt echt ansparen, um hier weiterzukommen, denn ansonsten habe ich wirklich die Befürchtung, also bei den Machtpunkten, dass die uns abhauen. Wie sieht es denn hier aus? Oh Gott, die sind schon bei 4. Also das ist ein echtes Problem. Da müssen wir jetzt in nächster Zeit dran arbeiten, dass wir da wirklich besser werden. Ansonsten kriegen wir hier nämlich ein echtes Problem, ganz ehrlich. Weil wenn wir da nicht weiterkommen, dann hängen die uns alle ab. 3, 4, 4. Ja, wir haben jetzt viel in unser Land investiert. Ja, okay. Mal gucken, ob es vielleicht ein Fehler war. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Zumindest sind wir trotz Flotte und trotz großer Armee sind wir jetzt im... Oh, das ist jetzt spannend. Sind wir jetzt im Plus. Die Provence schloss Frieden mit dem Kirchenstaat. Die Provence tritt Aix und Toulon und an den Kirchen... Okay. Was ist denn das? Armagnac? Da unten ist der Kirchenstaat jetzt. Okay. Das ist jetzt in der Tat spannend. Die breiten sich ganz schön aus. Also das ist ja interessant. Dann sollten wir auf jeden Fall ein Bündnis mit dem Kirchenstaat, Papst Eugenius. Ist halt die Frage, ne? Wenn wir irgendwann selbst den Papst stellen, wäre das natürlich auch eine schöne Sache. Also ein Bündnis können wir schon gar nicht machen, weil unsere diplomatischen Beziehungen zu groß sind. Wir haben nämlich einige diplomatische Beziehungen mit Leinster und Ormond. Und das muss auf jeden Fall erstmal weg. Und dann könnten wir uns darüber nochmal unterhalten. Vorher geht das grundsätzlich schon mal gar nicht. Okay, weiter geht's. Das Land ist im Krieg. Ja, gut. Da haben wir jetzt hoffentlich nicht so viel mit zu tun. So ist zumindest meine Hoffnung. Wie sieht es denn hier unten aus überhaupt? Das sieht gut aus. Kastilien und Aragon sind hier gut dabei. Ach, das sollte wirklich kein Problem sein. Sevilla, die haben auch 3 Kardinäle. Oh, okay, da müssen wir natürlich auch mal aufpassen, dass wir da nicht weiter absacken. 10, 20. Wie sieht es hier aus? Die haben 16.000. 5.000. Ah, das soll wirklich kein Problem sein. 35.000 und 17.000, ja, ach, also da mischen wir uns mal nicht ein. Ich denke, das Thema ist durch für den Feind. So, was haben wir da? Auslaufender Kriegsgrund gegen, Moment, Tyrone hat uns beleidigt. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, uns hier gleich den nächsten zu holen. Jetzt müsste ich mal überlegen und gucken, wer... Waren die das hier oben? Jetzt müsste ich mal gucken, wer Tyrone ist. Da oben. Das ist natürlich doof. Mit wem sind die denn verbündet? Haben die einen Verbündeten? Ach, mit dem da unten. Ach Gott. Ah, das ist nicht schön. Das da ist Tyrone. Ja, weil wer im Moment ist jetzt. Nee.
Ach so, das ist Tyrconnell. Ah, das wäre nicht schlecht. Das machen wir. Überlegenheit demonstrieren durch die diplomatische Beleidigung. Leinster wäre dabei. Ormond ist dabei. Wer ist Ormond? Ja, super. Ja, Mensch. Passt. 2000 zu 29.000. Und bitte. Der nächste Krieg um Irland ist ausgebrochen. Und die 2000 sollten. Ach komm, ich würde sagen, wir spalten uns hier wirklich. Also wir halbieren das hier. Und Henry von Lancaster geht da oben hin. Und die andere Armee, den werden wir mal fix John Talbot zuteilen. Und du gehst da unten hin nach Ormond und wirst dir das holen. Das ist klar. Leinster ist mit dabei. Wir gehen erstmal, ich würde sagen, wir gehen nochmal sicherheitshalber nochmal einen weiter nach da. Ach, das, ja, okay, das können wir nicht wegen der Burg, die da ist. Okay, dann werden wir jetzt erstmal zusehen, dass wir hier belagern. Henry ist nun architektonischer Visionär. Ja, das ist ja schön, dass wir technologisch so weit zurück sind, dass wir keine Gebäude bauen können. Naja, okay. Man kann nicht alles haben. North Stradrone Sea. Ich hoffe, dass die automatisch dahin zugeteilt werden. Ja, das sieht so aus. Okay. Eure Korruption steigt. Korruption bekämpfen. Auf 2 erhöhen. Ja. Dann machen wir das. Das wollen wir auf keinen Fall, dass sie steigt. Keine Debatte im Parlament. Ja, das ist jetzt der Moment, auf den ich tatsächlich mal gewartet habe. Eins nach dem anderen. Renaissance, kümmern wir uns gleich drum. Die Renaissance kann warten. Das ist der Papsteinfluss, das Parlament. So. Jetzt können wir mal gucken, ob wir da eventuell was Besseres haben. Kostenberater ist ja grundsätzlich immer ganz gut. Stand der Bürger gewinnt 20 Loyalität. Ja, gut. Regeneration der Seeleute, das sollte eigentlich auch mittlerweile dazu geführt haben, dass wir irgendwann mal das hier abrekrutieren, ja mindestens 60%. Also das sollte nicht mehr lange dauern. Regeneration Seeleute, Flotte wäre halt nicht schlecht. Kostenkulturänderung minus 15%. Unterhalt der Armee und Verschleiß der Armee minus 5%. Ich würde tatsächlich sagen, dass uns das hier im Moment am meisten bringt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, in London Bestechung läuft. Verliert 5 Armeetradition? Nein. Verliert 5? Nein. Diplomatische Unterstützung? Verliert 10 diplomatische Macht? Ja. Verliert 5 Fortschritt bei der Regierungsreform? Kann ich mitleben. Klerus begünstigen. Der Klerus erlangt 2 Einfluss, aktuell 26. Ja, könnte ich mit leben. 75%. Verliert militärische Macht, könnte ich auch mit leben. Und jetzt müssen wir tatsächlich in Oxford oder Essex 5 Armeetraditionen abgeben. Dann würde ich sagen, machen wir das an Oxford. Verschleiß der Armee minus 5 und Unterhalt minus 10%. Das bringt uns eine ganze Menge, denn diese verdammte Armee kostet 11. Und wenn wir da 10 pro oder knapp 12, das sind 1,2 weniger, das bringt auf jeden Fall echt eine Menge. Seit dem 14. Jahrhundert förderten die Reichen und Mächtigen in den italienischen Staaten Künstler und Gelehrte, die gewillt waren, die alten römischen und griechischen Gesellschaften ihrer Vorväter zu erforschen. Als kulturelle Bewegung erstreckt sich die Renaissance bereits über einen Großteil der Region und hat immensen Einfluss auf Literatur, Kunst, Philosophie und Musik. Humanistische Gelehrte analysieren darüber hinaus die Gesellschaft, in der sie leben, und vergleichen sie mit den Idealen der Philosophen der Antike. Zur Jahreswende 1455 ist der Humanismus der Renaissance zu einer reiferen Bewegung geworden, die kurz davor steht, sämtliche Aspekte der Gesellschaft zu durchdringen. Ein neues Ideal für Herrscher wie Beherrschte gleichermaßen verbreitet sich so rasch, wie es für frühere Druckereien, wie es die frühen Druckereien ermöglichen. Ein wahrer Humanist der Renaissance ist ein Experte auf jedem Gebiet von Politik,
und der Philosophie bis hin zur Kunst der Textanalyse, der Musik und der Architektur. Die Renaissance ist nun bereit, die Welt neu zu gestalten, dass sie besser zu den Idealen der Antike passt. Länder, die die Institution Renaissance noch nicht vollständig fördern, erhalten einen zunehmenden Malus auf Technologiekosten in Höhe von 1% jährlich bis maximal 50%. Okay, Mod endet. Der nationalen Nation-Modifier-Erweiterung der Bürokratiefinanzierung ist ausgelaufen. Ah, okay. Genau, übrigens die Renaissance, das vielleicht mal ganz interessant, ist, also man ist sich noch nicht ganz einig, warum es passiert ist. Man vermutet aber tatsächlich, dass die Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen damals einer der hauptausschlaggebenden Punkte war für die Renaissance, denn die Römer waren ja zu seiner Zeit, also das ist ja ehemals der letzte Bastillon des Römischen Reiches. Die waren ja wissenschaftlich sehr weit. Und man vermutet wirklich, dass die dann quasi Europa geflutet haben und darüber hinaus dann das nächste Kapitel Europas eingeläutet haben, nämlich die Renaissance. Das, zumindest so geht man davon aus, dass so die Grundgedanke der Renaissance entstanden ist, warum plötzlich die Leute sich gedacht haben, hey, mit dem Messer in die Brust stechen ist doch gar nicht so cool. Wir können ja noch andere Dinge machen. Also von daher, das ist schon nicht schlecht. Hier sind wir auch noch nicht wirklich weitergekommen, aber das wird. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal hier oben in unserem Krieg, bevor wir hier irgendetwas anderes machen. Regierungsreform 93, da steht auch bald was an. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal, dass wir unseren Krieg hier oben auf die Reihe kriegen. -28%. Ja, das ist eigentlich, das ist nur eine Frage der Zeit, dann ist das Thema hier durch. So, wie sieht es jetzt aus mit unserem Handelseinfluss eigentlich? Wir sind bei 1236, jawohl. Ein Spionagenetzwerk wird auf 75 verringert, das ist immer noch zu viel. Können wir eigentlich auch irgendwie Gegenspionage hier bei uns machen? Das müsste ich echt nochmal gucken. So, was ist nun los? Unruhen in King's Country. Wieder? Oder immer noch, ne? Ja. Einheiten haben Verluste erlitten. Auch das macht Sinn. Und jetzt sind wir im Minus. Na super. Pale oder Pale als... Hey, wieso das denn? Da unten? Ja, das wüsste ich aber. Staatsehe aus Leinster machen wir nicht. Wir können Verbündeten zu den Waffen rufen. Nee, das lassen wir mal bleiben. Das machen wir schön alleine. Kent ist nun Sitz eines, ja, 5 aktive Kardinäle und wir haben 20. Das heißt, wir können, zack, die nächste Förderung machen, dass wir hier auch auf jeden Fall mit dranbleiben. Und 5 Kardinäle ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Venedig hat selbst nur 4. Wir sind aber bei der Chance nur bei 15%. Gut, die haben natürlich auch eine Menge investiert, ne? Aber unser Einfluss steigt ja Gott sei Dank auch um 5 im Jahr. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen höher kommen. Das wäre natürlich nicht schlecht, dass wir da weiterkommen. So, jetzt bleiben wir aber auf jeden Fall erstmal hier bei 21%. Also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir schauen mal, wie es hier unten steht. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also ich würde mich da auch echt nicht einmischen, ganz ehrlich. Die sind mit dem hier noch im Krieg. 5000. 16.000 hat er. Hier hinten ist noch einer. Der hat nochmal 10.000. Ja, also das sollte überhaupt kein Problem sein. Die Garnison hat 352 Tage. Die Garnison wurde 352 Tage belagert und hat sich vor Hunger und Krankheit endlich ergeben. Sehr gut. Dann fehlt dort unten noch was. Und die nächste ist fertig. Sehr schön. Dann können wir die Sachen eigentlich tatsächlich schon abschließen, ne? Und können hier mal den Frieden verhandeln, dass wir die beiden Länder tatsächlich übernehmen. Wir könnten natürlich auch, ich weiß nicht, Kernprovinz zurückgeben, Nation entlassen, Verträge aufkündigen, ja, weiß nicht, ihre Verträge, nee. Wir wollen natürlich wir wollen die Provinzen haben. Und dann können wir ihnen nochmal sagen, dass wir nochmal ein bisschen Geld berappen sollen. 15 Tribut anbieten. Ja, könnten ihnen die... Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja, genau, das machen wir. Forderung senden, sehr gut. Und damit ist der Krieg gegen Tyron vorbei. Und
Wir haben, noch nicht ganz, aber mittlerweile fast ganz Irland geeinigt. Sehr gut. Eure Provinzen sind keine Kernprovinzen. Das müssen wir definitiv ändern. 30, das kostet wieder administrative Macht. Ja, das müssen wir aber machen. Das müssen wir leider ausgeben. Minus 3. Oh Gott. Wie grausig. Rivale verkündigt Leinster. Ulster. Ja, das ist egal. Und Leinster hat als Sligo. Na, das wird sich bald alles ändern. Frieden. Oh. Mein König. Die Provence schloss Frieden mit Frankreich. Oh nein. Die volle Annexion wurde... Oh Gott. Das heißt, es gibt keine Provence mehr. Das ist nicht... Das ist allerdings nicht so schön, wie ich finde. 5, 4, 6. Boah. Neuer Herrscher. In Flandern 5. Das ist ja der Wahnsinn. 5, 4, 6. Und wir haben... Naja gut, also wir sind jetzt auch nicht so schlecht mit 264. Unser neuer Herrscher ist ein Diplomat. Ich hatte ja gehofft, dass wir irgendwie, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, unseren jetzigen irgendwann mal loswerden, aber dem ist anscheinend nicht so. So, die beiden können wir jetzt bitte wieder verbinden. Das wird nicht John Talbot machen. Das wird bitte unser Henry machen. Und hier kommt John Talbot rein. So. Gut. Dann Unruhen. Ja, das ist klar. Deswegen lassen wir die Armee hier stehen. Das können wir auch wegmachen. Land ist im Krieg. Ist auch klar. Rebellenaufstand droht. Auch klar. Okay. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Fast ganz Irland gehört nun uns. Sehr schön. Und wir müssen jetzt echt mal Punkte ansammeln, denn noch weiter absacken dürfen wir jetzt echt nicht. Freihandel erhöhen ist in England ausgelaufen. Okay. 46% sieht hier auch ganz gut aus. Haben die denn eigentlich die Eroberung von Marea? Wie sieht es denn bei den Schlachten aus? Wir haben, oder unsere Verbündeten haben eigentlich fast alle Schlachten gewonnen. Ja. Das ist okay. Dann würde ich sagen, wir können die Armee noch nicht runterdrehen. Wir können eine Regierungsreform erlassen. Sehr schön. Und eine Mission. Ja, sehr gut. Hebt Truppen aus. Und ihr habt die Mission Hebt Truppen aus abgeschlossen und erhaltet folgende Effekte. England erhält einen dauerhaften Anspruch auf Munster, Connacht, Ulster, Leinster, Lowlands und auch die Gebiete im Norden von Schottland. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr gut. Und wie es damit weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr morgen. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.